Heute gibt es mal ein ganz, ganz spezielles Duell für euch. Hier vorne steht der Sonntagsbrillenschein Detailer und der Chemical Guys P40. Jetzt denken die Ersten, machen wir jetzt hier so ein direktes Duell zwischen den beiden? Nein, heute geht es um ein bisschen was anderes. Wir klären heute mal die Frage, wie schlägt sich eine raue Lackoberfläche gegen eine sehr, sehr weich und sehr, sehr glatt anfühlende Lackoberfläche? Deswegen eigentlich kein direktes Duell zwischen den beiden, sondern mehr so das Duell der Lackflächen. Wir haben hier heute mal den Sonntagsbrillenschein, der erzeugt ja wirklich so eine sehr, sehr raue Oberfläche und mit diesem schönen Lotus-Effekt habt ihr ja einen super Abhellverhalten, einen super Schutz auf dem Lack und wir versprechen uns davon ja auch eine leichtere Reinigung, dass hier der Schmutz schneller runtergespült werden kann. Und viele sagen aber, dass zum Beispiel beim P40 oder auch bei anderen Produkten, die eine sehr, sehr weiche und glatte Oberfläche zurücklassen, dass da der Schmutz weniger an der Oberfläche haften bleibt und auch keine unschönen Schmutzschlieren entstehen. Deswegen gehen die beiden bzw. diese beiden Lackflächen heute mal in den direkten Vergleich. Wir fahren mindestens eine Woche dann mit dem Fahrzeug hier kreuz und quer. Es geht ganz normal in den alltäglichen Einsatz und dann schauen wir mal nach ungefähr 7 bis 8 Tagen in die Richtung, wie stark ist denn die Verschmutzung auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ist vielleicht die raue Oberfläche hier vom Sonaxbrillenschein Detailer doch etwas schmutzanfälliger, aufgrund einfach, dass hier der Schmutz stärker haften bleibt? Bleibt die glattere Fläche etwas sauberer? Ich bin gespannt. Ohne Cut können wir eigentlich schon direkt loslegen. Fahrzeug komplett gereinigt. Ihr seht, wir haben in der Mitte einen Streifen geklebt. Nein, wir sägen das Auto nicht in der Mitte auseinander, sondern wir tragen jetzt hier einfach mal den Brillenschein auf. Ihr habt gesehen, 2 Sprüher reichen hier schon völlig aus. Ich nehme jetzt hier die unverdünnte Variante und ihr müsst das einfach großzügig verteilen. Am Ende hätte vielleicht sogar ein kleiner Spray ausgereicht. Und schon habt ihr hier die Motorhaube mit dem Brillenschein komplett versiegelt. Also verbrauchsmäßig ultra gering. Hier an der A-Säule gebe ich mir immer einen Spritzer aufs Tuch noch drauf. Dann geht es bei mir weiter mit dem Dach. 1, 2, 3 Sprüher, reicht auch schon völlig aus. Und dann brauchen wir nur einen langen Arm, um bis zur Mitte zu kommen und verteilt sich somit gleichmäßig hier den Brillenschein und nimmt sich auch immer wieder frisches Produkt ins Tuch mit auf und poliert jetzt einfach hier die restlichen Schlieren aus. Ein paar von euch haben ja durchaus manchmal Probleme hier mit dem Brillenschein, dass er ein bisschen Schlieren wirft. Dann einfach mal versuchen, mit einer 1:1 Mischung weiterzuarbeiten. Aber meistens liegt das daran, dass die Lackoberfläche vor allem jetzt im Winter einfach zu kalt ist. Jetzt haben wir hier oben die Kante schon direkt mitbearbeitet. Hier oben der kleine, ja, super Spoiler hier beim Ibiza auch noch gleich mitbearbeitet. Jetzt gehen wir hier ein bisschen weiter nach unten. Gibt es einen kleinen Sprüher auf den Kotflügel. Auch hier, wir haben ja jetzt ein sauberes Fahrzeug, da können wir ruhig auch in dem Bereich das Tuch schon mit in den Einsatz nehmen. Kommen wir hier zur Tür, da mache ich immer ganz gern 1, 2. Das reicht auch schon völlig aus. Und so könnt ihr wirklich den Verbrauch extrem im Minimum halten. Fahrzeug gut gereinigt, deswegen kann ich auch hier bis zur Unterkante runtergehen. Wir können uns jetzt auch mal eine frische Tuchseite nehmen. Und dann nehmen wir uns hier wieder frisches Produkt mit. Ja, das sieht gut aus. Schauen wir nochmal, dass wir alles erwischt haben, hier im oberen Bereich. Die letzten Schlieren entfernen. Ja, das sieht gut aus hier nochmal. Dann können wir hier in dem Bereich noch 2 Sprühe rauf machen. Und ich mache das wirklich jetzt mal, ohne hier zu schneiden, damit ihr mal seht, wie gering wirklich der Verbrauch sein kann. Also man muss hier nicht unbedingt das ganze Auto in Brillenschein tränken. Jetzt gehen wir hier hinten noch um die Rundung. Immer nochmal kontrollieren. Ja, das sieht sehr gut aus. Und jetzt sind wir eigentlich schon hier hinten am Heck angekommen. Gibt es nochmal einen kleinen Sprüher auf den Bereich der Heckklappe. Und dann auch hier alle Lackflächen damit behandeln. Das ging wirklich ohne Probleme. Ja, wie viele Minuten waren das jetzt? Vielleicht 2 maximal, würde ich sagen. Komplett ungeschnitten. Und damit haben wir den Sonaxbrillenschein Detailer schon komplett verarbeitet, gehen wir auf die andere Seite zum P40. Wird ja von vielen gern eingesetzt, gibt hier nochmal so ein schönes, glattes Finish. Und auch hier etwas aufsprühen, kommt uns gleich dieser leicht süßliche Geruch entgegen. Auch hier bleiben bei den Temperaturen ein paar Schlieren zurück. Das reicht auch völlig aus, kann den Rest noch ablüften. Dann hier nochmal ein Sprüher ins Tuch, wieder über die A-Säule.
Und dann vier Sprüher hier im oberen Bereich und dann über die gesamte Dachfläche gehen. Also wenn man das ein bisschen ja, echt trainiert und sich ein bisschen zurückhält, dann kann man wirklich sehr sparsam mit diesen Produkten umgehen. Gleich noch hier die Dachreling mitgemacht und dann können wir eigentlich schon ja, vorn zum Kotflügel kommen. Das geht wirklich auch ohne Probleme. Hier vorne die Seite lassen wir erstmal aus, nicht unbedingt nötig. Wir wollen ja hier vor allem die Seiten betrachten, weil hier die Schmutzflächen wirklich immer am größten sind. Ja, und hier merkt man doch, der Canauba-Anteil, der wirft hier so ein paar Schlieren. Und genauso bei der Tür, 1, 2, 3, das nebelt ja ein bisschen mehr. Können wir uns auch hier nochmal etwas verteilen. Frische Tuchseite und auch hier nochmal über alle Ecken und Kanten drüber gehen, weil das ist ja so ein Detailer, den viele immer ganz gerne in Einsatz nehmen, um einfach eine schöne, geschmeidige und glatte und vor allem auch glänzende Oberfläche zu erhalten. Ja, sieht gut aus, die restlichen Schlieren. Also hier sind auf jeden Fall wesentlich mehr Schlieren vorhanden. Nochmal eine frische Tuchseite und dann kümmern wir uns hier um den Rest. Und hinten nochmal über die Heckklappe, da können wir auch gleich nochmal drüber gehen. Und dann sind wir eigentlich schon so weit durch. Sieht sehr gut aus, aber wenn man hier mal so ein bisschen schaut, also hier haben wir auf jeden Fall noch ein paar Schlieren, die wir nochmal genau beobachten müssen. Also hier sieht man ganz deutlich, durch die Kälte und den Canauba-Wachsanteil haben wir hier schon noch arge Schlieren, die zurückbleiben. Das sieht man jetzt auch nochmal auf der Kamera. Ich nehme jetzt nochmal ein ganz frisches Tuch, weil das gesamte Fahrzeug auf der Seite ist jetzt voll mit Canauba-Wachsschlieren. Ja, die verteilen sich immer mehr und ihr habt ja gesehen, ich habe wirklich nicht viel in den Einsatz genommen. Also hier bei den etwas kälteren Temperaturen, da kann es durchaus sein, dass ihr hier bei so einem wachshaltigen Produkt doch arge Schlieren bekommt. Das sieht eigentlich erstmal ganz gut aus. Jetzt kommen wir direkt gleich zum ersten Punkt, also Thema Glanz. Ich habe keine ungesunden Augen, also ich habe eine sehr hohe Sehschärfe. Deswegen kann ich euch sagen, vom Glanz her hier, von den ganzen Reflexionen her, vom Licht und so, vom Lichteinfall, sieht das alles für mich komplett identisch aus. Auch hier Unterschied zwischen P40 und Sonax Brilliant Shine. Ihr könnt ja auch nochmal selber schauen. Lars kann ja nochmal ein bisschen hier so das Walk-Around mit euch durchführen. Ich schaue mir noch hier die restlichen Flächen an. Also vom Glanz her, den suche ich halt immer noch vergeblich, beziehungsweise den Unterschied. Ja, dann lassen wir das mal in Ruhe ablüften. Lars filmt gerade diese typischen Spiegeleffekte. Die habt ihr ja auch immer ganz gern. Auch hier nochmal Klebeband abgezogen, haben wir auch keine scharfe Kante irgendwie. So, den Rest noch auspoliert. Jetzt sehen wir auf dem Dach noch ein paar Schlieren hier vom Canauba-Wachs. Muss man ein bisschen versuchen zu entfernen, aber die lüften dann eigentlich nach einer Weile eigentlich alleine ab. So, und damit sind wir erstmal mit dem ersten Teil soweit durch. Ja, Auto glänzt. Wenn der Lack in einem vernünftigen Zustand ist, dann glänzt das Auto auch von allein. Ich kann jetzt hier erstmal keinen Unterschied erkennen. Lars, kannst du jetzt irgendwie hinter der Kamera irgendeinen Unterschied erkennen zwischen P40-Seite und Sonax Brilliant Shine-Seite? Nee, auf den ersten Blick sieht man da absolut gar nichts. Glänzend Spiegel tut alles halt absolut bei beiden gleich. Also der derartige Unterschied ist bei beiden nicht. So, und damit Seite ja nicht zu sehen. Können wir jetzt in den Langzeittest starten. Das Auto geht jetzt ganz normal hier in den alltäglichen Verkehr
Und dann bin ich mal gespannt, ob wir hier an Schmutzansammlung irgendeinen Unterschied sehen. Ist diese raue Oberfläche, ja, merkt man ganz deutlich, im Nachteil gegenüber dieser sehr glatten und sehr weichen Oberfläche. Also für alle die ihr Fahrzeug gern irgendwie anfassen oder so, gern berühren und hier ihren Kopf drauflegen oder so, für die ist der Brilliant Shine nicht geeignet. Man könnte ja denken, hier ist nichts drauf, komplett rauer, nackter Lack, aber hier ist einfach eine schöne Versiegelung drauf. Und hier habt ihr wirklich einen ganz weichen, sanften Lack. Aber ist das am Ende wirklich ein großer Vorteil? Wir werden es sehen. Wir sehen uns jetzt ungefähr in 7 Tagen wieder. Kann auch sein, dass es nur 6 oder es können auch 8 oder 9 Tage werden. Wir werden schauen. Und dann gucken wir uns das Fahrzeug mal rundherum an. Wie stark ist die Verschmutzung und gibt es Vor- oder Nachteile? Und damit gibt es jetzt hier einen kleinen Zeitsprung. Ja, und damit sind wir jetzt hier am Fahrzeug angekommen. Knapp 8 Tage vorbei, nicht ganz. Wir haben ja noch ein bisschen Sonne und das letzte Mal haben wir schon im Dunkeln dann zu Ende gedreht. Das heißt fast 8 Tage. Autobahn, Überland und Stadt. Also es war komplett durchmischt hier die Fahrtstrecke. Und wir haben ja in den vorderen Bereich nicht mit dem Sonax Brilliant Shine Detailer und dem P40 behandelt, sondern nur ab dem Kotflügel, Motorhaube, den Bereich hier vorne brauchen wir uns nicht groß anschauen, weil so viele Lackflächen sind hier so und so nicht. Wenn wir uns das Fahrzeug hier mal in der Totalen anschauen, die Kamera versucht natürlich den Himmel und das Fahrzeug gleichmäßig auszuleuchten, deswegen sieht das Fahrzeug richtig schön sauber aus. Sieht super aus, vor allen Dingen bei vielen Auto-Vorher-Nachher-Reviews und Videos und so kann man da richtig schön hier das Auge des Betrachters täuschen. Das haben wir auch schon im Teil der Werbelügen gesehen. Also wenn man hier zu lang läuft, könnte man fast denken, oder ich könnte behaupten, ja Leute, habe ich doch gut gewaschen, oder? Also sieht top aus. Schöner Glanz im Fahrzeug. Lack ist richtig schön am Spiegeln hier. Man sieht schön die Landschaft, wie sie sich spiegelt. Wahnsinn, Leute. Also okay, Ironie beiseite, völliger Unsinn. Das ist einfach nur komplette Kameratechnik. Ihr seht mich sogar hier im Lack. Also ja, traumhaft, ne? So, dann gucken wir mal weiter. Jetzt gehen wir aber mal an den Lack hier ran, wenn ich mich ein bisschen schneller bewege. Ja, hier könnte man schon so die ersten Schmutzränder erkennen. Wir schauen uns das Ganze auch nochmal hier aus der Nähe an. Aber wenn man einfach mal hier ein bisschen die Kamera und die Sonne spielen lässt, dann naja, könnte man fast schon denken, ich habe das Auto gewaschen. Aber hier wird es jetzt deutlich. So, und jetzt schauen wir uns das mal an. Ich gehe mal etwas näher ran, dann wird es auch deutlich. Mal hier auf Tauchfahrt gehen und da sehen wir schon ganz deutlich hier den Grauschleier auf dem Fahrzeuglack drauf. Ganz, ganz deutlich zu sehen. Und jetzt fahre ich mal hier ein bisschen die Helligkeit nach oben und dann wird der Grauschleier bzw. der ganze Traffic-Film und das angebackene Salz richtig, richtig deutlich. Und da sehen wir hier auf der Chemical Guys P40-Seite ein gleichmäßig verschmutztes Bild. Der Traffic-Film geht von oben nach unten, das Salz hier von oben nach unten. Es gibt keine typischen Bahnen hier irgendwie, die hier nach hinten laufen oder so. Also ganz, ganz normales Bild. Überall jetzt hier der Traffic Film drauf und ja, selbst für alle, die sich gerne hier von Spiegelbildern täuschen lassen, ja, der Lack spiegelt auch, wenn er komplett schmutzig ist an der Stelle. Also Chemical Guys P40, ich gebe euch im Anschluss auch nochmal ein kleines Bild. So sieht es auf der Seite aus. Wir können auch nochmal hier etwas vorgehen. Ich kann jetzt nicht in die 90 Grad Position gehen, weil sonst spiegel ich mich komplett, dann seht ihr den Lack nicht mehr, dann seht ihr bloß mein Spiegelbild und das bringt euch nicht so viel. Also wir sehen hier deutlich beim P40 normal nach unten laufende Bahn. So, und damit jetzt mal auf die Sonax Brilliant Shine Detailer Seite. Wie sieht es erstmal hier im vorderen Bereich aus? Jetzt versucht die Kamera wieder das perfekt auszuleuchten, aber auch hier sehen wir schon den ersten Traffic Film. Auch hier gehe ich jetzt mal mit der Beleuchtung etwas nach oben und da sehen wir auch den typischen Traffic Film. Aber wenn wir uns das hier mal anschauen, ich finde die Verschmutzung auf der Seite bei Weitem nicht so stark und ich habe mich jetzt extra genau Richtung Sonne gestellt. Das heißt, die Sonne leuchtet genau von vorn aufs Fahrzeug, dass wir hier nicht eine Seite heller haben und die andere Seite ist dann dunkler vom Verschmutzungsgrad. Ich mache auch hier nochmal ein Foto und blende euch das im Anschluss ein. Ich gehe auch nochmal hier in den hinteren Bereich. Ja, so. Vom Verschmutzungszustand ist die Seite hier doch ein bisschen sauberer, obwohl das ja hier die Fahrerseite ist. Das heißt, die Autos kommen euch hier entgegen und wirbeln euch hier eigentlich den meisten Schmutz entgegen. Das sieht eigentlich ganz gut aus. Ich versuche auch nochmal hier etwas näher ran. Schärfe liegt immer noch auf der Lackfläche. Ja, hier sieht man deutlich den Traffic-Film, aber vom Verschmutzungsgrad her, das sehen wir dann am besten nochmal im 50-50 Vergleich. Auch nochmal hier von vorn drauf geschaut. Schärfe liegt hier schön auf der Lackkante, nicht im Hintergrund, ganz wichtig. Sonst würden wir hier den Schmutz gar nicht erkennen. Ja, und hier beim Brilliant Shine Detailer sehen wir auch im vorderen Bereich doch ein bisschen weniger Schmutz. Auch hier normale Streifen, die nach unten gehen. Auch hier nochmal die Rückseite des Fahrzeuges. Sonax Brilliant Shine Fläche, P40. Raue Oberfläche versus glatte Oberfläche.
Salz hat sich komplett gleich gesammelt. Also hier kann man absolut keinen Unterschied erkennen. Hier drüben haben wir den typischen Traffic-Film, das Salz, was jetzt auf den Straßen drauf war. Und genauso auch auf der anderen Seite. Also ich kann jetzt hier keinen Unterschied erkennen. Ich könnte bestimmt 10 Leute fragen und fragen, was ist links, was ist rechts. Ja, macht euer eigenes Bild. Ich sehe hier absolut keinen Unterschied zwischen rauer und glatter Oberfläche im Punkt Schmutzanhaftung bzw. wo hält mehr Schmutz nach so einer Fahrzeit. So, ich bin jetzt in der Waschhalle angekommen. Hier ist es doch wesentlich wärmer und wir schauen uns jetzt nochmal die Motorhaube an, denn da sind mir hier so ein paar Sachen aufgefallen. Hier haben wir mal die P40 Seite und behaltet mal jetzt hier so diese Schmutztropfen in Erinnerung. Die sind ein bisschen größer, ein bisschen verlaufen. Und jetzt gehen wir mal hier auf die Brilliant Shine Seite rüber und da haben wir doch feiner verteilt etwas kleinere Schmutztropfen. Das ist sozusagen der Schmutz, der dann einfach auf der Fläche drauf geblieben ist. Tauwasser und dann kam jetzt heute die Sonne wieder nochmal und hat das Ganze dann abgetrocknet und dann erhaltet ihr einfach diese ganz typischen Schmutzpunkte hier beim P40 doch etwas breiter und verlaufender. Wenn wir uns das mal hier oben in dem Bereich anschauen. Ja, also ganz normale Salzverschmutzung, die dann drauf liegt und jetzt im direkten Vergleich die Brilliant Shine Seite. Etwas kleinere Punkte. Klarer verteilt. Natürlich sind beide Flächen auf jeden Fall schmutzig geworden, aber wenn man jetzt nochmal hier den 50-50 Vergleich anschaut, ist jetzt die Frage, welches der beiden hier auf jeden Fall Vor- oder Nachteile bringt. Ich finde irgendwie, ja, beides auf jeden Fall schmutzig. Die Seite sieht ein bisschen stärker verschmutzt aus. Könnt ihr eure Meinung auch nochmal unten in die Kommentare reinschreiben. Wir schauen uns auch nochmal hier das Beading und Sheeting an, ob wir da vielleicht auch mal jetzt einen Unterschied sehen. Ja, und so sieht es aus. Auf der Seite Brilliant Shine ganz deutlich zu sehen. Hier liegen noch die kleinen Tropfen drauf. Hier auf der Seite, ja, da bilden sich wieder diese kleinen typischen Tropfen, wo dann auch nach so einem Regenfall zum Beispiel der Schmutz hängen bleibt. Und wenn diese Tropfen hier abtrocknen und hier noch ein bisschen Schmutz drin ist, dann habt ihr einfach das Problem, dass sich dann hier diese ganz kleinen, ja, Schmutzpünktchen sammeln, die wir auch vorher im Video jetzt gesehen haben. Und auf der anderen Seite habt ihr diese breit verlaufenden Schmutzpunkte. Also keine Versiegelung hält euch hier die Fahrzeugoberfläche sauber, ist völlig unmöglich, weil einfach die Luft und die Sonne dann hier diese kleinen Tropfen auflöst und der Schmutz zurückbleibt. Ganz normal, vor allem auf dem Dach ist das genau das Gleiche. Aber ihr seht nochmal deutlich, hier die Versiegelung immer noch super aktiv. Ja, und damit kommen wir schon zu so einem kleinen abschließenden Fazit. Ich habe mir die Frage gestellt, was ist besser hier für uns Pflegeenthusiasten? Eine raue Lackoberfläche bzw. eine Lackoberfläche, die man zum Beispiel mit dem Sonax Brilliant Shine versiegelt hat, eine schöne Versiegelung drauf hat, trotzdem aber von Anfang an eine relativ raue Oberfläche erzeugt damit? Oder ob man lieber ein Produkt nutzen sollte, was zum Beispiel ja ein glattes Finish erzeugt, wie zum Beispiel hier der P40, der ja von vielen sehr gern eingesetzt wird. Und hier jetzt nach ca. 8 Tagen, wenn man hier einfach mal über den Lack drüber geht mit den Händen, es fühlt sich komplett gleich an. Also hier von dieser Lackglätte beim P40 ist nichts mehr vorhanden. Genauso auch hier beim Sonax Brilliant Shine, es fühlt sich immer noch genauso rau an wie auch am Anfang. Also das mindert hier ganz gewaltig nach kurzer Zeit schon die Lackklette. Sobald ein bisschen Schmutz draufkommt, wird die oberste Canauba-Schicht hier von so einem Detailer sofort angeraut. Und am Ende habt ihr dieses glatte Finish nach 1 oder 2 Tagen, ist schon nicht mehr vorhanden. Und damit auch hier vom Verschmutzungsgrad war für mich komplett gleich. Hier auf der Motorhaube haben wir deutlich gesehen, beim Brilliant Shine haben wir kleinere, feinere Punkte. Ist auch ganz logisch, bildet ja auch kleine Tröpfchen aus. Beim P40 haben wir so breit verlaufende Punkte. Jetzt müsst ihr euch
entscheiden, welches Schmutzbild euch besser gefallen hat am Ende. Hier an den Seiten habt ihr ja auch nochmal die Vorher-Nachher-Bilder oder beziehungsweise die Vergleichsbilder gesehen. Also die Frage, was ist sinnvoller, ein sehr, sehr glatter Lack oder kann man auch so einen rauen Lack in Kauf nehmen und dafür aber ein schönes Beading-Sheeting erhalten? Meinung nach hat sich die Frage für mich eigentlich erledigt. Also ein glatter Lack heißt nicht automatisch, dass das Fahrzeug irgendwie besser geschützt ist oder dass hier der Schmutz viel länger von der Fahrzeugoberfläche weggehalten wird. Da gab es ja immer wieder diverse Fragen und auch Diskussionen, was ist besser, glatt oder rauer Lack. Und damit bin ich eigentlich schon am Ende dieses kleinen Tests angekommen. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt es unten in die Kommentare rein. Ich bleibe hier beim Brilliant Shine Detailer, weil ich sehe hier effektiv in so einem Produkt eigentlich überhaupt keinen sinnvollen Anwendungszweck, wenn es irgendwie um ein Finish oder so geht. Und damit sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Lasst noch einen Daumen nach oben da, wenn Fragen sind, unten rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.